Sorry, sorry. Nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Hallo, du? Wo ist er? Die Steinfigur da. Kann ich die haben? Wo ist er? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wo ist er? Ich brauche was Glänzendes. Ich habe aber nichts Glänzendes. Oh Mann. Aber gut, wir haben schon mal den Helm. Ach nee, warte hier lang. Hallo, mein lieber Freund. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Nimm deine Finger weg! Nein, 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 nicht die fettigen Haare! Okay, ich habe einen Helm. So, und ich glaube, ich weiß, was ich hier mache. Vielleicht auch nicht. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Willst du etwa das ganze Essen auf dem Teller verdrücken? Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Zloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Hm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Zloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Zloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Zloff gerne Cocktails trinken. Ogre-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Wirst du auch so schnell betrunken wie Zloff? Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Zloff? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Was hältst du davon, wenn ich euch einen Ogre-Cocktail mache? Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Warum? Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Was braucht man für einen Ogre-Cocktail? Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten?
Okay. Soph scheint ein ziemlich strenger Bruder zu sein. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schlaf ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schlaf gar kein richtiger Kerl. Schlaf noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Oh, so süß. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, mach einen Cocktail für Zloff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Nehmen wir mit. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Gibt's halt Oger. Gerne Schirmchen essen. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Oger es verwenden. Nimm mal mit. Okay, wir haben ja jetzt angefaulte... Was denn das... Achso, das war das Einzige, was total unlogisch ist. Du kannst mit der Karte nicht direkt zum Ogal, zum Ork-Lager. Warum? Weiß ich nicht. Überall anders kannst du hin, aber hier kommst du nicht hin. Da musst du selber hinlaufen. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Richtig. Das packen wir jetzt in das Alkohol Glas. Ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Vielleicht hier? Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Was bekomme ich dafür? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Boah. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Mal schauen. Die Blüten sind zerrieben. Übrig geblieben ist eine sattblaue, dickflüssige Paste. Was sind denn das für... Ich höre dich.
Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Mhm. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. So, hey, Chef. Geisterpilze? Ah, der Lebende. Und, wie geht's dir ohne Balken? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt, aber auch toll. Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Das freut mich. Ich suche Geisterpilze. Weißt du, wo ihr welche zu finden sind? Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch, aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt, zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir... Ja, ja. Aber kein Problem ohne Lösung. Wir können das jetzt... Gelb und blau ergeben... Lila. Grün. Was? Grün? Stimmt, gelb und blau. Ja, okay. Und... Ah, die muss ich, glaube ich... Nein, geh bitte. Dann noch mal ins Tipi. Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. So, und das Rot kann ich jetzt mit dem Blau vermischen. Wenn das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Was? Das würde mich nicht weiterbringen. Geisterpilze sind lila und haben grüne Punkte. Aber wie mache ich das denn jetzt flüssig? Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich... Okay, solange das Rot nicht flüssig ist... Na, geh mal wieder raus. Flüssig. Flüssig. Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Kann ich das vielleicht einfach so machen, dass ich sage, hier? Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Jetzt vielleicht? Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Aha. Na gut. Ah, da kommt was. Und... fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt.